in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Vorhersagen über eine Zeit, die noch nicht gekommen ist, also über die Zukunft. Aber auf dem Weg dorthin gibt uns auch die Bibel Anleitungen und Anweisungen, wie sich Menschen, die Gott vertrauen und an ihn glauben und auch sein Wort ernst nehmen, wie sie sich auf diesen Weg in diese Zukunft auch vorbereiten sollen. Es ist sicherlich kein Fehler, da wirklich immer wieder das Herz zu öffnen, vor allem die Ohren zu spitzen und zu hören, was die Schrift uns da sagen möchte. So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Jesaja 56, Vers 1. Also hier wieder eine Aussage, eine Prophezeiung über Gottes Heil, das ja ist ja schon gekommen für uns in Jesus Christus, aber die Vollendung, da wo Gott sein Reich aufrichten wird, das steht noch aus. Wir wissen ja, dass die Jünger Jesu auch wissen wollten, wann das sein wird, seine Wiederkunft und wenn er sein Reich aufrichten wird. Und da hat er eigentlich gesagt, ja, Zeit oder Stunde, die ist uns nicht angesagt. Nur der Vater im Himmel weiß es. Aber die Zeit ist nahe. Es kommt dann die Gerechtigkeit Gottes und sie wird offenbart. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Zweifel bei den Menschen, ob das real, ob das richtig ist. Da werden die Menschen total überrascht sein. So spricht der Herr: Wahrt das Recht, mit anderen Worten, haltet euch an das, was ich euch in meinem Wort, durch meine Propheten, durch die Aposteln, durch die Lehre Jesu, was ich euch ja schon gesagt habe und immer wieder sage, haltet euch daran, weil die Zeit nahe ist. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das nicht gerne hören und auch nicht ein besonderes Interesse zeigen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Dennoch ist es eine ganz wichtige Botschaft, dass diese Botschaft vom Heil nahe ist. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils, sagt der Apostel Paulus den Korinthern. Im 2. Korintherbrief steht das, wo er einfach seinen Zuhörern bzw. Leuten, die diesen Brief bekommen, aufmuntern und aufrütteln will und sagen, hey Leute, vergeudet eure Zeit nicht mit Nebensächlichen, mit Dingen, die in der Ewigkeit überhaupt keinen Wert haben. Denn der Tag des Heils ist schon angebrochen im Herrn und in und durch Jesus Christus. Und wir haben auch nach wie vor das Privileg, diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft auch weiter zu proklamieren, den Menschen das ans Herz zu legen, sie ermutigen, sie auch einzuladen, Jesus buchstäblich beim Wort zu nehmen, weil in ihm und nur in ihm ist tatsächlich das Heil, das der Mensch ja braucht. Wir sind heutzutage auf der Suche nach einem Heilsmittel, ein Mittel, das uns von diesem schrecklichen Virus befreien soll. Aber es gibt noch ein viel wichtigeres Heilsmittel und das ist das Blut Jesu, das uns reinigt von aller Sünde, damit wir vor unserem Herrn, vor unserem Erlöser stehen werden können als Gerechtfertigte. Alles andere ist nur temporär. Ja, ich wünsche euch noch einen guten und schönen Wochenanfang, dass der Herr euch auch durchträgt und bewahrt und vor allem auch zum Segen setzt für andere. Denn dazu sind wir auch noch da.